Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, es ist soweit. Eve ist abgelaufen, der Timer, und in 3 Tagen ist es soweit, müssen wir abfliegen Richtung Eve. Ja, wir werden jetzt unseren Satelliten hier starten, den ich gebaut habe in der Zwischenzeit. Ihr seht schon, er hat mehrere Stages hier oben, allein 3000 ms pro Sekunde drin, was natürlich magnificent ist. Wir haben unsere Standard-Start-Booster, die wir verbaut haben bei unserem Moon-Lander. Die finde ich relativ gut, die geben viel Boost und alles und die laufen auch super an. Aber ich würde sagen, 3. Nochmal, Satellit verfügt über kein SLS-Modul. Ich habe dem kein SLS-Modul gegeben. Warte mal, zurücksetzen zu Flugzeugbau. Ich habe dem sehr sicher ein SLS-Modul verbaut. Eigentlich sehr, sehr sicher. Warum sollte der kein SLS-Modul haben? Ich habe den doch ein SLS-Modul verbaut. Warte mal. Verkleidung löschen. Da. Kleines lineares Reaktionsmodul. Gilt es bei euch nicht als SLS oder was? Aber ich werde jetzt keinen kein großes einbauen. Eigentlich kacke aus, aber wenn sie halt unbedingt wollen, kriegen sie halt hier noch sowas hin. Das ist ja ein kleines Reaktionsmodul. Wir können oben gerne noch in die Zwischenstage was einbauen. Also zwischen hier und hier kommt halt dann noch Verbessertes rein. Aber hey, ich bin mir eigentlich sicher, dass der ein Reaktionsmodul hat. Ist ja nicht so, als ob ich die Rakete nicht gebaut hätte oder so. Aber ja, na gut, dann ist er jetzt so gespeichert, ist er auch vorspeichern speichern auf den Start. Unsere Magnificent Rakete. Und in 95 Tagen ist es dann schon weit, dass es wieder Richtung Duna geht. Eieiei, jetzt geht es aber echt Schlag auf Schlag hier. Und dann in 212 Tagen dauert es noch 40 Sekunden, bis unser ersten Duna-Besuch wieder haben seit langer Zeit. Und dann müssen wir die ganzen Satelliten verteilen. Und, ja. Und dann sind es nur noch ein bisschen warten und dann kommt der Rover in Einsatz. Oh, da bin ich echt drauf gespannt, bis der Rover oder wenn der Rover auf dem Boden von Duna landet und wir diese leckere, leckere Forschung kriegen von Duna. Aber okay, jetzt hat. Satellit I verfügt über kein kleines kleine. Das checke ich jetzt mal absolut nicht. Hat es mit dem verbauten Kopf zu tun, oder? Oh Gott, wenn die anderen auch keine SLS-Module verbaut haben, weil es nicht gilt. Oh Gott. Kann ich hier irgendwie sagen, verbesserte Werte anzeigen? Wurscht, der muss auch nicht viel Daten speichern, der soll die direkt weiterschicken. Apropos, ah ne, hat er sogar. Okay, gut. Verbesserte Wetteranzeigen. Standard. Da ist ein SRS-Modul. Vielleicht sollten wir es in hoher. Nur SRS. Nur Pilot. Nur SAS. Normal, was heißt denn normal? Speichern? Klar, das ist ein SAS verbaut. Ich bin doch nicht doof. Warum erkennt er die SAS denn nicht an? Was verbaue ich denn? Ein kleines SAS, mittelgroßes SAS. Jetzt sage ich zwei SAS. Da liegt es echt am KI-Kopf. Muss ich den KI-Kopf austauschen? Gilt der nicht? Ich sehe schon, dass unsere anderen Raketen alle ohne SAS arbeiten werden. Oh Gott.
Das kann eklig werden. Warum gibt es denn nicht so ein kleines Teil, was du anbauen kannst mit Technologien für SAS? Das gibt es nicht. Okay, Kopf aus. Oh Gott, der Kopf ist ja das Hauptteil des Schiffs wieder. Oh Mann. Ich muss eigentlich genau das austauschen, weil das ja nicht passt. Hashtag voll verarsche. Verkleidung löschen. Du hast wahrscheinlich einen SAS-Support. Bedeutet, wir bauen dich hier drin. Scheißegal. Wir haben so viel Masse in der Rakete, da werden diese kleinen. Dann nehmen wir dich aber wieder raus, du scheiß Kacke aus. So. Und dich setzen wir auf beides. So. So. Nochmal speichern und ich wette, jetzt funktioniert es auf einmal. So ganz zufällig. Dann darf ich mir merken, die Sputnik-Kapsel ist eindeutig nicht gedacht dafür, ohne mit SAS zu fliegen. Das ist einfach so ein billiges Gerät. Das muss ich eigentlich irgendwo in eine extra Kapsel schmeißen, damit ich es nicht mehr sehe. Ich will es immer verwenden, weil es so cool ausschaut, aber es ergibt halt null Sinn. Rakete. Liebe, liebe Rakete, bitte melden Sie sich. Hallo, Rakete. Ah, ich höre was. Ich höre da was in meinem Ohr. Ja, es ist halt SAS. Gut. Okay, nun. 3, 2, 1, los. Und das Heavy-Ding startet. Also muss ich eh überlegen, das Ding ist recht relativ kurz eigentlich. Es hat am meisten Kraft, weil ich glaube, am besten ausgenutzt habe, was an Masse und an Schub da ist. Weil ich habe die eine der perfekt guten, richtig guten Ratios in dem Fall erwischt. Wir gehen direkt wieder in so einen leichten Orbit. Ah, wie schön die fliegt im Gegensatz zu der anderen. Also die andere war am Ende auch nicht schlecht zu fliegen, will ich nicht behaupten. Aber im Gegensatz zu der, die ist flott unterwegs, hat wenig Teile, ist gut lenkbar. Ich mag diesen Booster, die Booster Stage einfach. Und die hat ordentlich Schub. Schauen wir mal. Die hat 1,9, also jetzt dann das Zweifache an Schub. Die hat dann danach 1,45 und dann 1,22 und dann oben noch 0,7. Das wird sich auch ändern, je nach Höhe dann. Aber es ist halt einfach massiv, was da an Schub noch drin ist in dem Teil. Vor allem schaut auch, wie wir hochschießen. Wir sind jetzt bei 500 Metern pro Sekunde. Das Ding ballert einfach aus der Atmosphäre raus. Das ist heftig. Wir gehen jetzt gleich mal auf. Ja, das passt. Und sie ist sehr direkt zum Lenken. Im Gegensatz zu den anderen, die so. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Mach die Zick. Ich bin da. Oh, ich mag diese Booster Stage super. Also, wir sind jetzt so froh, dass wir über Wasser. Wenn wir überlegen, dass wenn hier. Wollen wir? Eieiei, wir werden ganz schnell aus dem Geschäft raus. Ah, das schaut so cool aus. Dieses riesige Teil dazu. Ich finde es aber echt cool, wenn hier noch so Gebäude wären, zivilisationsmäßig und sich das mit der Zeit mitentwickelt. Wir sind am 19. April 1952. Die Körbels bewegen sich Richtung Eve. Sie wollen neue Welten erkunden, wo man vielleicht leben könnte. Ah, das war nicht ganz getimt. Ich habe ein bisschen verguckt. Bisschen im Träumen von Nachrichten. So, okay, wir gehen jetzt in ein viel flacheren. Punkt. Oh, fuck, jetzt können wir richtig flach gehen. Zack, runter da mit der Nase. Es steigt ja trotzdem einfach noch, ne? Hoch mit dem Periapsis. Hoch, hoch, hoch.
gleich zwar nicht wirklich gesund gerade zu unserem Apoapsis, aber das ist gerade mir scheißegal. Ich will einfach, dass der Periapsis nach oben kommt, so viel wie es geht. Komm schon, du kannst das, mein Freund. Komm schon. Ach, so, nochmal die schönen Kopfhörer aufsetzen. Oh ja, das ist schon... Oh, die ist echt gut. Die ist doch, wie war das? Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Antrieb in dieses Teil gepackt. Das Ding fliegt magnetisch, also extrem gut und extrem leichtfüßig. Hey, wir verwenden die Stage dann zum Rausboosten uns aus der Atmosphäre. Oh, fuck. Mein Absurd. YOLO, auf Wiedersehen. Hoppala. Also eigentlich wollte ich auf ca. 100. Das habe ich nicht so absolut hinbekommen mit 88.452. Hups. Hey, aber es fliegt das Teil. Dann können wir jetzt die Shroud öffnen. Zack, da fliegt... Oh, oh. Hä? Wieso ist denn mein... Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit der Rakete wieder oben bin. Also, bis gleich. So, ich bin zurück. Wir sind ja wieder, oder ich bin wieder oben. Es hat diesmal alles funktioniert. Ich habe denen einfach beim, sozusagen, der Kapsel mehrere Splitterpunkte gegeben. Ich glaube, insgesamt 6 Stück. Und dadurch, glaube ich, hat es keinen Fehler jetzt ausgelöst. Ich habe alle schon hergerichtet, kann man sagen. Aber ein bisschen anders. Wir haben insgesamt 2 Manöver-Nodes jetzt. Der eine Mid-Course, weil es einfach einfacher und billiger ist für unsere Flugreise. Uns macht es zwar eh nicht aus, rein theoretisch, aber ich habe irgendwann mal den Counter mit 6000 ms pro Sekunde bekommen, was nicht so unbedingt mein Ziel war. Bedeutet, wir machen einfach Mitte während des Fluges eine Anpassung. Vielleicht kriegen wir es heute noch in die Folge an, ich weiß es gar nicht. Oder wir tun das in die Satelliten-Deployment-Folge rein, was ich eigentlich nicht so wollen würde. Obwohl, nee, das geht gar nicht, weil es geht davor ja alles. Jetzt muss ich bloß die Einart justieren, das ist natürlich... Achso, warte mal, der will sich ja... Oh, ich bin dumm. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, dass der sich natürlich einrichten wollte. Ich weiß nicht, ob unsere Booster Stage das alles hinkriegt, was ich von ihr verlange. Aber sie hat noch... Sie hat diesen Einschub nicht mehr, weil ich habe jetzt ein bisschen sozusagen alles angepasst. So, warte mal, wieder zurück, zurück. So. Kann ich mir jetzt eine Alarmclock? Wie lang ist Schub? Seit 34 Sekunden. Dann würde ich Add Alarm. In 3 Tagen. Ich würde gerne 2 Minuten davor Add Alarm. Bedeutet, in 3 Tagen ist der nächste Alarm. Ah, den Kerwin Duna, den alten können wir löschen, ne? Das sind 24 Tage her. Ja, den können wir löschen. Gut. Bedeutet, wir können jetzt vorspielen wie Sau. Schneller geht nicht. Und er macht uns wieder langsamer. Perfekt. Ah, die Alarmglocke ist da doch sehr praktisch teilweise für. Schauen wir nochmal kurz, wie es ausschaut hier oben. Ah, da schaut alles gut aus. Vanessa ist stromlos und hat keinen Funk mehr. Das ist eigentlich wurscht. Da. Unser Alarm. Düdeldü, düdeldü, düdeldü. Delete on close, weil den brauchen wir nicht mehr. Dankeschön, aber für die Info. So, und jetzt können wir langsam vorspulen auf 15 Sekunden. Und dann schauen wir mal, ob das Ding Vollburst gibt oder nicht. Ich bin gespannt. Aber immerhin, Eve, war ich auch schon lange nicht mehr. Das ist echt eine lange Zeit her. Leck um mir, wenn ich mich so zurückerinnere. In den guten alten Zeiten, damals, da waren wir da noch mit altmodischen Raketen unterwegs. Ja, unser Antrieb hat funktioniert noch. Perfekt. Da
Bronze ist schön, weil der liefert uns echt viel Schub noch für die, für den Transcend. Das ist echt natürlich praktisch. Er muss uns nur relativ nah an das bringen, was wir wollen, weil wir tun eher Justin mitten unterm Fliegen. Zeige ich euch dann auch gleich, was ich vorhätte. So, das wird schon passen. Zack. Und was wir jetzt machen, wir tun uns von dem Teilchen lösen. Und hier kommt die zweite Stage. Ein dickes Baby hier hinten dran gehängt. Hat 4 Zündungen insgesamt nur. Aber bringt uns elegante fast 4000 MS mit. Während uns die obere Stage nur noch 1000 MS mitbringt. Aber natürlich dementsprechend auch dafür geschaffen ist. So. Wir drehen uns in die Hui-Richtung, die wir wollen. Und natürlich wieder Prograde. So, für die zweite brauchen wir eh nur 500 MS. Aber das werden wir jetzt nochmal alles adjusten, weil jetzt ist die Flugbahn richtig. Ich habe das davor nochmal circa gemacht, um zu gucken, ob das alles stimmt. Weil jetzt stimmt es auch hier nicht mehr. Vielleicht liegt es auch auf der echten Linie, oder? Aber wir planen es jetzt mal hier. Wir müssen das nicht noch adjusten jetzt alles wieder. Wir sind hier... Das Gefährliche ist halt hierbei herauszufinden, wie groß die Entfernung ist. Oh, da ist es wieder weg. Jetzt muss ich es wieder einfangen, schauen, wie weit ich komme und dann... Das ist wie so ein Katz-und-Maus-Spiel eigentlich, wenn man so sieht. Und wir haben Eve. Da ist unser Eve-Encounter. Ah, schön. Das ist auch, auch schon fast perfekt. Ich glaube, wir müssen nur viel näher ran. Ganz vorsichtig. Ich hätte gerne mal kurz die Planeteninfos. Atmosphärische Höhe 90.000 KU. Dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Das ist... Also pingelig genau geht da, das passt schon. Da kratzen wir auch schon sehr knapp an der Oberfläche. Und wir kommen zu Eve. Oh, und endlich! Noch ein Planet in unserer Liste, den wir vom erforschten Punkt dann heben können. Und wir werden schöne Fotos von ihm machen, weil wir auch schon fast in einem perfekten Orbit sind zum halt Fotos machen, ne? Rotationszeit 3 Tage. Boah. Druck 5 ATM, okay. Aber Atmosphäre ist vorhanden. Bedeutet, da könnte man rein theoretisch atmen. Wir tun uns gleich wieder ausrichten. Jetzt gehen wir zurück zu unserer Rakete. Plink. Die befindet sich natürlich noch auf dem Encounter. Und wir setzen direkt einfach den auf den Punkt, wo er hin muss danach. Jetzt ist er nicht auch schön... ja, okay, wir haben auch dem 2 SS gegeben, dass das Teil hier responsible ist, ist vielleicht kein Wunder. Gibt den 3 Millionen Reaktionsräder und es reagiert so oder so immer. Ah, perfekt. Tschüss Mond, wir werden uns lange nicht mehr wiedersehen oder du wirst diesen Satelliten sowieso nie wiedersehen, weil dieser Satellit ist auf einer langen Mission unterwegs. Auf einer sehr, sehr langen Mission. Aber wir werden jetzt hier auch Add Alarm in 110 Tagen. Boah. Davor ist sogar noch der Dune-Encounter. Hey, bedeutet, bevor das da passiert, sehen wir uns schon wieder für die Mission für Duna, um den Rover loszuschicken. Leck mich am Arsch. Satellit Eve. Gib mir bitte
10 Minuten davor Bescheid. So bedeutet, wir haben in 110 Tagen dann die nächste Mission. Eve können wir aus der Liste streichen, ist vorbereitet. In 110 Tagen, ich glaube, so lang war das, wie, ab wann, das ist in 110 Tagen. 110 Tage, Date of Event, also wenn wir, es wird knapp. Es wird knapp, bis wir da ankommen. Also es wird wahrscheinlich, wenn es anders läuft wie geplant, werden wir vielleicht sogar nach Duna dort ankommen. Also schauen wir mal. Aber ich glaube nicht nach unserem Rover. Wir werden sicher vor unserem Rover dort ankommen. Und ich bin echt gespannt, wie Eve mit den ganzen Packs jetzt ausschaut. Bedeutet, bleibt gespannt. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Zeigt mir, dass euch dieser Kanal gefällt. Schreibt Kommentare, was euch interessiert, was wir mal machen sollen, und. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wo wir unseren Rover Richtung Duna schicken. Alter, geht's in letzter Zeit ab. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.